Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Division. In der letzten Episode waren wir mit einer Random-Gruppe unterwegs und ich habe auf Biegen und Brechen dann endlich mal diese Mission geschafft. Und der eine gute Mann, der dabei war, ich habe leider seinen Namen vergessen, irgendwas mit L und 666, ich glaube Lois 666, ein netter Amerikaner oder Engländer, ich glaube Amerikaner, hat mir auch ein paar Items gegeben, nachdem wir fertig waren. Und vor allen Dingen hat er mir ein paar Sachen danach gezeigt. Er hat mir einfach gesagt, folge mir mal, ich habe eine Mission, ich schaffe die alleine nicht, ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir gerade so viele Items gegeben. Er hat mir 2, 3 Items gegeben, die relativ gut waren, die ich gebrauchen konnte. Helf mir mal gerade 5 Minuten, da wäre ich dir sehr dankbar. Und hat danach noch ganz viele Tagesmissionen gemacht. Und zwar bin ich mit ihm rumgelaufen. Und hab überall diese Einsätze gemacht. Wenn wir hier in diese Safe Houses gehen, hat man dort ja, wie wir links sehen, Suchen und Zerstören Einsatz verfügbar. Läuft dann, kriegt dann immer 3 Einsätze pro Distrikt und kriegt dann diese, wie nennt man die? Zieldaten, genau. Und mit diesen Zieldaten kann man hier zu den Händlern gehen, in der Operationsbasis. Die sind, glaube ich, auch relativ neu, diese Händler. Und bekommt dort von denen Tagesmissionen bzw. wöchentliche Missionen. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar hier, Officer für wöchentliche hochrangige Ziele. Die seht ihr, sind alle abgeschlossen. Die habe ich gestern alle gemacht, die 4 wöchentlichen Aufträge. Nicht nur mit ihm, sondern wir haben dann noch 2 weitere Leute eingeladen. Später dann. Und die täglichen hochrangigen Ziele, die habe ich jetzt heute noch nicht gemacht. Da sehen wir auch, da gibt es 15 Phoenix Credits für. Und hier gibt es 20 Phoenix Credits, 20 Phoenix Credits, 25 Phoenix Credits und nochmal 25 Phoenix Credits. Ich habe 81 Zieldaten im Moment, die muss man wie gesagt vorher sammeln und das kostet halt ein bisschen was. Hier diese, da steht ja bei, 5 kosten zum Beispiel der LMB-Ingenieur, Brownie, Sergeant Pollard, Diaz, Lieutenant Lee und so weiter. Und da werde ich mir heute wahrscheinlich auch wieder einen Trupp suchen, denn Phoenix Credits, dafür bekommt man ja Waffen oder allgemein Ausrüstung. Ich möchte euch aber gerade mal meine Ausrüstung zeigen, denn die ist gestern explodiert. Ihr seht es unten, 216er Gearscore habe ich. Und nicht nur das, ich habe das Gefühl gehabt zumindest, dass ich extremst lucky war mit den Sachen, die so gedroppt sind. Meine momentane Ausführung ist, ich habe hier ein leichtes Maschinengewehr dabei und eine Maschinenpistole. Beide nur 182, ich hätte hier noch ein Scharfschützengewehr, was 229 ist, das kann ich mal gerade kurz anlegen. Dann wächst mein Gearscore sogar auf 221 an von den 216. Aber das Scharfschützengewehr ist auch ziemlich gut, aber im Moment spiele ich halt lieber mit den beiden Waffen. Warum, das kann ich euch gleich sagen und zeigen. Moment, das lege ich erstmal auseinander hier. Den ganzen Crap, den brauche ich nicht. So. Hier habe ich nach wie vor immer noch eine 182er Pistole. 182 ist eigentlich schon echt schlecht, wie wir gleich sehen werden. Denn hier, 214er, einsamer Held Harnisch. Dann hier als Maske habe ich ein 240er, einsamer Held Maske. Dann hier ein 240er Knieschoner, auch einsamer Held. Und hier einen 268er, einsamer Held Rucksack. Und wie ihr sehen könnt, habe ich überall einsamer Held. Erstmal ist das Set, was ich sowieso bevorzugt habe. Und zweitens ist es das, habe ich auch noch unheimlich Glück gehabt, dass dieses Set einfach permanent droppt bei mir. Und wir sehen, einsamer Held, 4 von 6 habe ich davon angelegt. Set Bonus 2, 100% mehr Munition habe ich dabei. Set 2, 100, also plus 1000 LMG-Schaden und plus 1000 Schrotflintenschaden. Das heißt, optimal wäre sogar, wenn ich nur eine Schrotflinte dabei hätte, statt des SMG. LMG habe ich ja sowieso im Moment, wie wir gesehen haben. Und aber das Beste daran, Satzbonus 4, wenn die Waffe wieder geholstert wird, wird das Magazin aufgefüllt. Das heißt, wenn ich die Waffe leerballer und danach die Waffe wechsle auf die andere, wird dann mein Magazin automatisch nachgeladen. Das heißt, ich muss nie wieder nachladen. Und das ist so krank. Hier, 204er Operatorhandschuhe, die habe ich gestern Abend dann noch bekommen. Und 229 taktischer Holster. Das ist zum Beispiel ein Item, was er mir gegeben hat. Ich glaube, das ist das letzte Item von denen, die ich noch habe, die er mir gegeben hat, die ich wirklich noch benutze. Ja, und das heißt, wir werden heute auf jeden Fall zuerst mal wieder eine weitere Tagesmission spielen, denn ich habe gerade mal kurz reingeschaut und die heutige Tagesmission ist das russische Konsulat, was ich euch ja noch nicht gezeigt habe auf schwer. Da bin ich ja damals mit dem Alex gescheitert. Das werden wir natürlich heute auf herausfordernd machen. Dann werde ich vielleicht, falls ich heute noch dazu komme, die Dailies aufzeichnen, die ich gestern gemacht habe mit der einen Gruppe, die ich gerade eben gezeigt habe, mit den Zieldaten.
Da werde ich vielleicht heute noch Dailies machen. Und ich werde diese Woche auf jeden Fall auch noch aufzeichnen die Übergriffe. Da haben wir auch 3 Stück, wenn wir hier mal auf die Einsatzübersicht gucken. Und dann rechts bei Übergriffe haben wir Falcon verloren. Wir haben Klarer Himmel und das neue Drachenhort. Und da gibt es ja auch jede Menge Phoenix-Credits für. Und da sind 180 sind empfohlen. Die sollen relativ schwer sein, habe ich noch nie probiert. Aber die werden schon nicht ohne sein. Und vielleicht werde ich auch mal den höchsten Schwierigkeitsgrad ausprobieren. Nicht nur herausfordernd, sondern auch mal eine Mission auf noch schwerer. So, und hier schaue ich jetzt mal. Präzisionsgewehr, Maschinenpistole. Oh, die sieht nicht schlecht aus. Eine Maschinenpistole mit plus 48 kritischer Trefferschaden und sowieso schon 83.000 SPS Grundwert. Eine Schrotflinte und eine Pistole. Die gibt's heute im Angebot, die Sachen. Und ihr seht unten, ich habe 600 Phoenix Credits gestern gemacht. Präzisionsgewehr. Ja, wenn, dann wäre für mich hier die PP19 interessant. Schaden gegen benannte und Elite-Gegner wird um 14% erhöht. Ist schon mal nicht schlecht. Kopfschusskills mit dieser Waffe erhöhen die Ressourcen für individuelle Fertigkeiten um 11%. Das ist auch nicht schlecht. Kritstreffer erhöhen die Nachladegeschwindigkeit um 10%. Ja, das ist, wie gesagt, mit meinem Set egal, weil ich eh nicht mehr nachlade. Und ansonsten sind die Sachen alle schon ziemlich sinnlos für mich hier bei diesem Händler. Denn ich habe schon überall über 200. 204 ist eigentlich mein schlechtestes Equipment. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass heute ein LMG es geben wird, denn die kosten hier so 670, 630 Marken meistens. Und ihr seht ja, ich habe heute, habe jetzt 617, das heißt, ich werde heute wahrscheinlich dazu kommen, diese Phoenix Credits zu sammeln. Werden jetzt aber erstmal anfangen mit dem Einsatz. Und zwar hier Einsatz wiederholen, herausfordernd machen wir, nicht heldenhaft. Das möchte ich jetzt erstmal doch nicht. Und dann Spielersuche. Und mal schauen, wen wir da so finden und ob wir diesmal nicht gekickt werden mit einem 216er Gearscore. Ich hoffe mal nicht. Okay, wir sind schon in einer Gruppe, die hier scheinbar schon ein bisschen gescheitert ist. Wir haben ja 228 und einer, der gerade eingeladen wird. 179. Okay, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen weiter, was mich nicht stört. Ah, die sind hier an der Stelle. Sehr schön. Und dann werde ich euch direkt mal zeigen, was hier die LMG-Power so kann. Beziehungsweise mein Set-Bonus. Der haut nämlich richtig rein. Abgesehen davon, dass mir gerade irgendwie die Schadenswerte nicht angezeigt werden, die ich mache. Seht ihr, ich muss nie mehr nachladen. Das ist einfach krank, was für einen Schaden ich raushauen kann in der Zeit. Schnell, duck dich wieder, Junge. Ah, allerdings ist diese Stelle hier auch krank. Ich weiß noch, wie ich mit dem Alex hier verzweifelt bin. Das war echt der Burner. Wenn er alles von gegenüber auf uns schießt. Das ist schon krass. Vielleicht sollte ich doch mein Scharfschützengewehr mal rausholen. Denn das Praktische ist ja, die Scharfschützengewehre, zumindest das, was ich habe, das lädt ja auch relativ lange nach. Und dadurch, dass ich hier diesen Nachladebonus habe, muss natürlich auch das Scharfschützengewehr nicht nachgeladen werden. Seht ihr? Und ich kann jetzt hier mit dem LMG unheimlich gut die anderen Gegner festsetzen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt kommen wir von rechts die Treppe hoch. Die dicken Jungs. Oha. Geh mal lieber hoch. Was? Wer hat mich denn da noch erwischt? Ja, das bin ich wohl gewesen, Junge. Okay, meine Jungs kommen hier gerade auch zurück. Oh, ich bin schon wieder down. Ja, hier ist das Dumme, dass man hier keine Deckung nehmen kann. An dieser Stelle. Und ich helfe dir auf. Okay, hat schon ein anderer gemacht. Ja, komm du mal mit deiner Schockgranate. Ich komme schön nacheinander nach, alle hier hoch. Ah, schon wieder down. Und der Arsch killt mich auch noch direkt. Jetzt dauert es ewig, bis sie mich beleben können.
Aber es wird schon klappen. Die haben da eigentlich eine recht gute Position. Wenn da jetzt keine Granate reinfliegt und die dann dumm sterben, sollte da eigentlich nichts passieren. Seht ihr? Und jetzt 17 Munition waren drin. Ich holster es. 45. Direkt nachgeladen. So, und den kann man schön flankieren jetzt, den Bobo hier. Wie er sich zurückzieht. Mit dem Scharfschützengewehr habe ich auf jeden Fall auch schon gerne gespielt. Mit diesem einsamer Held-Bonus, dass man nicht mehr nachladen muss. Das ist auch sehr, sehr cool. Und ich kann mich im Moment nicht entscheiden. Ich hätte gerne halt ein viel stärkeres LMG. Über 200. Vielleicht habe ich ja Glück und bei dieser Mission droppt eins. Denn hier droppen öfter mal Waffen von den heldenhaften Missionen. Was ist mit ihr los hier? Petit Rico Suave. Ja. Vitali, was ist passiert? Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt noch kam. Es ist auf jeden Fall... dieser Raum ist mir sehr in Erinnerung geblieben hier. Wie es jetzt genau weiterging, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es nicht mehr so weit war jetzt. Seine Daten vom Server gezogen, bevor die JTF drauf zugreifen konnte. Wir sind startklar. Gut. Was ist mit unseren Freunden? So, jetzt gibt's hier nochmal Munition. Neustadtzone ist hier sowieso nirgendwo. Ja, und diese 100% Munition, die ich halt zusätzlich dabei habe, sind natürlich auch richtig geil. Ihr seht, in beiden Waffen hier habe ich 1260 zum Nachladen und hier auch nochmal 1260 zum Nachladen. Und das sind natürlich zwei verschiedene Munitionsvorräte. Das heißt, ich habe insgesamt, oh Gott, hat er mich tatsächlich noch getroffen? Okay, der ist down. Komm mal her, Appetit. Suave, so, der ist down. Ach Gott. Nur meine Waffen müssten halt noch was stärker sein. Das wäre perfekt, wenn ich noch ein paar stärkere Waffen finden würde. Aber ich kann auch hier einfach so um die Ecke schießen. Habe ich auch keinen Vertrag mit. Haben wir da in der Ecke noch einen? Nein. Okay, aber... hier sind doch auf jeden Fall noch Gegner. Da oben wirft einer auf jeden Fall Granaten. Ein Sniper. Ach Gott, da hätte ich besser mal in Deckung gegangen, schneller. Komm schon. Boah, dass ich einen Schaden rausdrücke. Aber da hat, glaube ich, gerade auch einer was gezündet. Den 80.000er Crits. Ich habe mir auch ein bisschen mal abgeschaut, was die anderen immer so für Skills haben. Und ich hätte ja noch gerne diesen Scan, den er jetzt auch wieder benutzt hier. Der ist nämlich auch richtig gut. Die meisten hochrangigen Spieler haben diesen Scan ausgerüstet. Ich habe halt auch gerne dieses Schild hier, das hier. Nicht, weil das Schild selber so stark wäre, weil das so viel bringt. Sondern hauptsächlich... weil sich dadurch meine Fertigkeiten so stark generieren und ich dadurch den Heal so oft benutzen kann. Der ist halt mehr oder weniger direkt aufgeladen wieder. Haben wir da etwa schon den Boss? Da ist auf jeden Fall ein Named. So, muss ich weg. Okay, wieder hier hin. Ah ja, ich glaube, das war ja schon die finale Schusssequenz hier mit dem Hornet. Ah, das ist einfach so göttlich mit dem, dass ich nicht mehr nachladen muss. Das ist der Hit. So, ich werde mal hier ein bisschen nach vorne stürmen. Mein Team sollte das auch mal machen. Ich mache hier echt krasses Suppressing Fire. Die Gegner sind hier wirklich komplett festgesetzt die meiste Zeit.
Jetzt ziehen sie sich zurück. Das heißt für mich, weiter nach vorne. Und ihr seht auch schon das Equipment hier, was ich am Start habe. Ich sterbe nicht mehr so schnell wie früher. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal welche kamen jetzt. Wenn wir die hier down haben. Wenn ja, dann habe ich ein kleines Problem hier vorne. Vorderster Front. Okay, der gute Hornet ist fast down. Und down. Er hat was, nur was Goldenes verloren, nichts Grünes. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist eine Waffe. Ich krieg, glaube ich, nochmal eine Waffe für das Erfüllen der Mission. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, was haben wir da? SHD-Technologie entdeckt. Auf jeden Fall jede Menge Waffen. Aber 182er Waffen. Die bringen mir gar nichts. Aber ich meine, es gibt nochmal eine Belohnung für die tägliche Mission. Und die sind, glaube ich, besser als 182. Etwas Ernstes. Gut, dass ich das erhalten habe. So gut auch nicht. Und mal, da hinten liegt noch was Goldenes. Oder? Nee. Okay, doch. Waffenset. The fuck? Oh, da hat einer was fallen lassen. Ah, aber direkt wieder aufgehoben. 182er. Skaha. Okay. Das, glaube ich, hat mir nicht viel gebracht. Ich werde mal die Gruppe verlassen. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir irgendwas bekommen haben, was mir weiterhilft. Ich glaube aber nicht. Wir haben, glaube ich, nur 182er Waffen bekommen. Und die bringen mir leider gar nichts, denn 182 sind auch die Waffen, die ich derzeit dabei habe. Ging das Ganze jetzt so schnell. Wir sind innerhalb von 8 Minuten, glaube ich, dadurch. Klar, die Mission war schon angefangen. Von daher kann man das jetzt nicht vergleichen. Ich bin gerade am Überlegen, was ich jetzt als Nächstes mache, denn ich werde jetzt direkt noch eine Aufnahme starten. Für morgen dann. Ob ich jetzt die Daily mache oder mal Falcon verloren versuche. So, das ist auf jeden Fall Crap. Das brauche ich nicht. Hier sind bestimmt, ist bestimmt auch jede Menge Crap. Crap, Crap. Crap. Und Crap. Okay, das mache ich alles kaputt. Die lilanen Mods, die behalte ich erstmal. Denn da goldene Mods zu finden, ist gerade für die Waffen, seht ihr, da ist nicht so leicht, Waffenmods, goldene Waffenmods zu finden. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn bekommen? Wir haben ein Sturmgewehr bekommen. Wir haben noch ein Sturmgewehr bekommen. Und wir haben ein Präzisionsgewehr bekommen. Und eine Schrotflinte. Und noch ein Präzisionsgewehr. Ja, okay. Das heißt, alles bis auf die M4 kann ich eigentlich wegschmeißen. So, 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 so. Und die M4 behalte ich erstmal noch. Weil die war, glaube ich, in der Vergangenheit gar nicht so schlecht. Die lagere ich ein in meinem Lager. Wo habe ich denn mein Lager? Ach, ich bin jetzt hier in irgendeinem... Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. So, ins Lager. Hier habe ich übrigens auch noch ein paar andere Sachen, wie ihr sehen könnt. Da habe ich noch ein weiteres 229er Präzisionsgewehr. Und hier noch ein Sturmgewehr und LMG und noch ein Sturmgewehr. Und falls ich mal das Set wechsle, habe ich hier noch Sets von... Also Gegenstände von anderen Sets, die ich gefunden habe. Kann ja mal sein, dass ich da Bock drauf habe. Die sind da nicht so stark wie mein jetziges Gear, aber naja, bevor ich nachher die Sachen weggeworfen habe und mich dann ärgere, weil ich den Set-Bonus will, denn der vierte Set-Bonus ist halt einfach so geil von diesem Set hier, dass man überhaupt nicht mehr nachladen muss, sondern im Prinzip die ganze Zeit Dauerfeuer machen kann, dass ich im Moment, dass ich voll auf dieses Set abfahre und auch mein Item-Level nicht steigern würde jetzt unbedingt, wenn ich dadurch den Set-Bonus verliere, den vierten. Das heißt, ich werde entweder darauf spekulieren, dass ich nur die Handschuhe und das Holster verbessere, dass ich da vielleicht Glück habe und wie hier den Rucksack so ein 268er-Item bekomme. Oder ich werde halt die Items hier nur durch Set-Items austauschen. Und natürlich durch die Waffen kann ich noch extrem viel Gearscore machen. Weil die 182, gerade die Waffen, die eigentlich so wichtig sind, da habe ich zwar 182er. Die letzten 182er Sachen, die ich habe, sind nämlich die drei Waffen. Was sehr, sehr schade ist, weil mein Equipment an sich sehr gut ist. Nur die Waffen sind sehr schlecht. Ja, liebe Leute, aber daran werde ich jetzt arbeiten. Ich werde euch diesmal mitnehmen, je nachdem, was ich dort mache. Das war gestern halt extrem farmintensiv, was ich da gemacht habe mit dem guten Lois. Deswegen war das eigentlich auch ziemlich langweilig so gesehen. Wir haben halt immer wieder das Gleiche gemacht. Immer wieder die gleichen
diese Informationsdaten da gefunden, gesucht. Das war halt mega langweilig, mega gefarmt. Und danach gab es dann halt immer eine Mission, die aber auch im Prinzip immer das gleiche war. Das werde ich euch aber heute mal mitnehmen, zumindest für die Hauptmission, für das Farmen nicht. Die werde ich nicht aufzeichnen. Aber ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent.